Wir sehen Tram mit verschlossenen Augen. Du darfst ganz kurz aufmachen, zur Begrüßung und Hallo sagen. Hey, what's going on, guys? So, Augen wieder zu. Er darf jetzt nämlich Wasser fühlen. Wir haben hier einmal Kaufland Talk oder sowas und da eine Getränkeflasche und er muss jetzt was erfühlen und zwar das hier und er muss raten, was das ist. Du darfst mal 1 Meter, Moment, ich muss erstmal hier jump. Du darfst mal 1 Meter nach vorne schreiten und da steht etwas und das bitte mit beiden Händen einmal befummeln. Und auch gerne öffnen, es ist nicht schwer. Und einfach mal fühlen und erraten, was könnte das sein. Okay, Schuhe. Tja, nur welche Schuhe? Ah, das kommt mir schon sehr bekannt vor. Erst sprechen, bevor du die Augen öffnest. Okay, jetzt weiß ich's. Das hier kommt mir schon sehr bekannt vor, wenn ich da meine ranfasse. Ja, das ist so ähnlich auf jeden Fall. Ja, nicht gleich. Also, warte. So, da vorne. So, so. Ja, gut, alles klar. Also man sieht, er geht so oder er tastet so bestimmte Punkte ab. So, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Also ich würde sagen, das, also was eins ist sicher, Salomon. Ja, okay, das war's dann im Endeffekt schon. XA Pro. Das sind bestimmt auch die 3D Ultra, so vom Ding her, würde ich sagen. Keine Ahnung. Oder Comp. Aber diese Zahlenkombination, dieses XA Pro, das stimmt schon mal, ne? Buchstabenkombination. Okay, ja, weil das hier hinten, das kommt mir schon sehr bekannt vor. Das habe ich ja meinen Schuhen auch so ähnlich. Mhm. Und dann das hier da, das merkst du auch sofort. Da dieses Unterstützende hinten drin, dass du hier schön Halt hast. Mhm. Das ist auch so richtig Salomon-typisch. Und die Kappe da vorne. Mhm. Und die Schlaufe hier. Das ist sofort. Das macht's. Und dann hier, zack. Einmal diese Schnellschnürung. Genau, Schnellschnürung. Und da kann man die Sachen ja dann hier. Du kannst deine Augen schon wieder öffnen. Also. Hier reinmachen, genau. Ja, das war mir schon klar. XA Pro 3D. Ne, meine hieß 3D Ultra. Nee, XA 3D Ultra 2 und deine XA Pro 3D 3 Ultra 3 oder irgendwie so ähnlich. Ja, das merkst du hier, dieses 3D-Chassis. Mhm. Das habe ich hier auch. Und dann Gore-Tex, wasserdicht. Mhm. Das ist das Coole an Gore-Tex. Also, Wassermoleküle sind größer als Schweißmoleküle. Mhm. Und dieses Netz, das ist so dünn, dass die Schweißmoleküle raus können, mhm, die Wassermoleküle aber nicht rein. Okay. Ja, das ist cool an Gore-Tex, da funktioniert das wirklich. Und eine Wassersäule von 40.000, 50.000, da kannst du richtig gießen, du merkst trotzdem gar nichts. Und ich habe die Schuhe jetzt auch schon eine relativ lange Zeit und ich ziehe die auch relativ oft an. Kam in einem Unboxing auch schon mal vor. Ja, allerdings, sie sehen aber auch noch ja, relativ neu aus. Die sind auch gar nicht so ausgebleicht. Die nee, sind noch kraftvoll. Ich war schon mal komplett im Matsch drin. Mhm. Dann nimmst du einfach einen Wasserschlauch, spritzt die etwas ab und dann sehen die wieder aus wie neu. Das ist Wahnsinn. Und preislich? Also, ich habe sie gekauft damals neu, 145 Euro. Mhm. So liegen ja alle Salomon-Schuhe. Ja. Im 140er, 160er Bereich. Ja. Ja. Ich habe die noch als nicht wasserdicht, also als eher luftig, sage ich mal. Die gibt es, mhm, dann mit so einem offenporigen Netz noch.
Auch das gleiche Modell, also das Vorgängermodell, also nicht dieses hier, sondern eins davor. Das ist ja, das, was ich habe, ist das Vorgängermodell. Dann habe ich auch noch das Vorvorgängermodell, also das erste Modell habe ich auch, XR-Pro 3D Ultra 1. Dann habe ich die 3D Ultra 2. Sieht der Junge nicht aus wie ein Schuhverkäufer? Schon, oder? Ich könnte eigentlich Schuhverkäufer Wenn werden. nicht, dann kann er aufgrund seines Wissens auf jeden Fall Salomon-Vertreter Das werden. könnte ich auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, sie sind auf jeden Fall sehr unempfindlich. Die Sohle ist abartig. Kontergrip, also ich sag mal, wenn du gegen andere irgendwie. Die Schuhe sind vor allem dafür gemacht, Trailrunning. Also quasi im Wald rumrennen. Also die haben richtig, richtig geilen Grip. Da kommen, also wenn ich mit anderen in den Bergen war und die so, ich sag mal, normale Schuhe hatten, die sind da nicht hinterhergekommen. Weil du bist einfach hochgekraxelt. Die haben auch hier so ein Profil, was. Das zeigt eher so ein bisschen nach Ach, so unten, habe das ich es heißt, gemacht. das greift so in die Richtung, das greift in die andere Richtung. Also, das kann schon einiges. Also, ich bin überzeugter Salomon-Käufer. Ich habe zwar auch Nike-Schuhe, so in der Freizeit, aber ich ziehe auch gern die Salomon an, weil die sind schon vor allem stabil. Ich weiß nicht, meine. Das erste Modell habe ich immer noch, die benutze ich momentan als Fahrrad. Schuhe quasi, die auf meinen Flat Pedals, weil die Sohle relativ runter ist und da kann man dann quasi richtig gut in die Stollen rein, sage ich jetzt mal. Und ja, die habe ich jetzt seit 2011, würde ich sagen. Die benutze Boah, ich immer noch. Wahnsinn. Und der Verschluss funktioniert auch immer noch. Das ist Und vor allem, das ist halt top. so, das ist halt richtig top. Was ich an den Schuhen halt auch richtig geil finde. Reinschlupfen. Zack. Also, wenn man es anhat, ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber dann kommt es hier Ich in. ziehe die gleich noch an. So, hier reinstopfen. Und fertig. Schneller geht's gar nicht. Ja, das ist auch geil. Dieser Mechanismus. Und dann Ortholite. Dieses Ortholite-Geschichte stammt davon, dass, also Adidas benutzt Ortholite schon ein bisschen länger und Salomon hat mal zu Adidas gehört. Okay. Ja, genau. Die haben es mal aufgekauft. Ist übrigens auch ein französischer Hersteller. Auch sehr bekannt in Sachen Ski und Snowboard. Habe ich übrigens auch Salomon Schuh. Skischuhe. Ja, weiter. Das sind die auch sehr bekannt und ja, genau. Also ich bin überzeugt und vor allem die Farben sind halt richtig. Also bei Salomon, da kriegst du die ausgefallensten Farben, die es so gibt auf dem Markt, würde ich sagen. Finde ich geil. Also die Welt wird immer farbenfroher. So kommt es mir zumindest einmal vor, dass die Welt wirklich immer farbenfroher Genau, du wird. musst hier im Endeffekt. Da ist hier unten ja so ein kleiner Riegler, den drückst du so leicht nach oben und dann geht's leichter. Was, wie, wo? Hier unten? Ach, das, was ich da spüre, oder Da, hier? das kannst du hochdrücken hier. Wie hochdrücken? Hier, guck. Hier, zack. Ja, okay, bei dir ist es im Endeffekt ein bisschen anders. Du musst aber hier unten auf jeden Fall draufdrücken und dann geht es ein bisschen einfacher. Bei mir ist es noch ein bisschen, da merkst du es noch ein bisschen mehr. Aber das kommt auch mit der Zeit. Also hier quasi draufdrücken, dann kannst du es hochziehen. Theoretisch kannst du es auch mit einer Hand quasi zumachen. Rein theoretisch. Ja. Und naja, also die fühlen sich natürlich schon ziemlich gut an, muss man schon sagen. Und das allererste, was mir aufgefallen ist, hier in diesem Bereich ist so eine Art kleine Erhöhung drin, so eine Art Luftpolster. Genau. Was ich komischerweise gar nicht als störend empfinde. Nee, das ist ja gar nicht störend, weil dein Fuß, der hat ja so eine, der hat ja so, der ist im Endeffekt hier so. Der hat hier ja so eine Mulde drin. Das ist ja dafür gedacht. Also das ist ja auch, ich sag mal, die ganzen Marathonläufer haben auch relativ oft Salomon-Schuhe, weil die eben sehr fördernd sind, also für einen richtigen Gang.
Also man muss auch dazu sagen, der Gang, der fühlt sich an, ich weiß ja nicht, das kennt man bestimmt so vom Zahnarzt, wenn man da so Spritzen in die Backen reinkriegt und dann ist das, fühlt sich das alles so dick an und so taub. Und so ähnlich fühlt sich das an, wenn man jetzt so, keine Ahnung, nehmen wir an, wenn man jetzt auf ein Gesicht laufen würde und man hätte davor die Spritze reingekriegt. So ähnlich fühlt sich das an, aber das ist ganz angenehm. Also das ist ja ein Anzeichen, dass es Wirkung zeigt und dass es auch hilft. Richtig, ja. Und das kann man so vergleichen. Das fühlt sich genauso pelzig an, wie wenn man da drei Spritzen vom Zahnarzt in den Kiefer reinkriegt. Das müsst ihr mal im Praxistest testen, ob diese gelben hier auch Reflektierend sind. Also die weißen sind es auf jeden Fall. Die weißen sind es auf jeden Fall, genau. Finde ich ganz lustig, eigentlich auch. Also hat nicht nur, also die leuchten ja sowieso farbtechnisch schon, meine wie seine, aber sie sind auch noch reflektierend, das heißt nachts noch ein kleiner Sicherheitseffekt am Fuß. Ja, genau. Gut, bevor wir hier noch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen einführen müssen wegen erhöhter Handy-Temperatur, machen wir einen Cut und dass ihr nicht so lange hier auf heißen Kohlen sitzen müsst, machen wir jetzt hier ebenfalls einen Cut, dass ihr gleich ins Schuhgeschäft rennen könnt und die hier kaufen, ne? Ja. In diesem Fall, tschüss.